Ist das ein Vorteil, wenn Sie die erste schon mal haben und dann können diese zwei anderen auch machen? Oder ist das besonders definitiv anstrengend? Also wenn die erste dann schon mal entschärft ist, dann geht man zur nächsten und dann beginnt das gleiche Spiel von vorn. Erstmal schön sauber machen alles und dann Zünderkette versuchen zu unterbrechen. Es geht eins nach dem anderen. Und bei jeder ist man dann wiederum erleichtert, ist richtig. Und dann erst die erste, die zweite, die dritte. Und dann waren sie alle fertig. In welchem Zustand waren denn die Bomben eigentlich? Und so waren die also schwer zu entschärfen oder waren die, sage ich mal, schnell einzuschärfen? Sie waren sehr korrodiert. Also das muss man ja auch sehen, aufgrund, wie lange sie denn sich im Erdreich befunden haben. Das muss man natürlich dazu sagen. Und aber ansonsten ging es relativ normal, sage ich jetzt einfach mal. Also wir hatten keine großen Komplikationen, die Zünder herauszufinden. Wären die Bomben aber noch explosionsfähig gewesen? Definitiv. Was passiert jetzt mit den entschärften Bomben? Die werden jetzt nach Ingolstadt in unseren Zerlegerbetrieb gebracht und dort werden sie vernichtet. Also sie werden aufgeschnitten, Sprengstoff kommt raus und dann zersägt in Einzelteile, in Ringe sozusagen und dann werden die dort vernichtet. Die persönliche Komponente würde mich nochmal interessieren. Sind Sie routiniert, was das angeht, oder ist es jedes Mal noch mit ein bisschen flauem Magen? Jede Bombe ist anders. Also man kann nicht sagen, da herrscht Routine. Routine darf auch überhaupt nicht aufkommen, weil dann macht man Fehler. Und Fehler sind in unserem Job nicht so praktisch. Sehr außergewöhnlich, weil normalerweise, wie gesagt, werden wir ja zu einer Bombe gerufen. Dass es jetzt auf einmal drei waren, war auch für mich sehr neu und demzufolge auch ein bisschen Anspannung mehr. Aber trotzdem mit Souveränität gemeistert, kann man sagen. Definitiv. Also wir gehen da auch mit ganz großem Respekt, egal welche Bombe es ist und wie viele es sind, immer mit Respekt ran. Und von daher ist es aber alles gut gegangen. Waren das unterschiedliche Typen? Mussten Sie anders rangehen oder konnten Sie eine nach der anderen gleich behandeln? Die sind alles drei amerikanische Fliegerbomben gewesen. Und alle drei haben wir im gleichen Abstand und mit den, haben ja wie gesagt die gleiche Bezünderung, also alle 100er Serie. Haben wir genauso hintereinander weggemacht. Können Sie für den Laien nochmal sagen, diese Zünder sind die, es gibt da ja verschiedene Arten, sind das die besonders gefährlichen, sind es die, wo Sie ein bisschen Zeit haben oder wie ist das mit diesen Bomben gewesen? Generell Zeit nehme ich mir für jede Entschärfung. Da kann das noch so lange dauern. Das ist, mein Leben steht an erster Sicherheit und alles, das ganze